Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Mit der lebendigen Welt Staffel 2 und der Paven ist auch dabei. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Ach, Hallo, da guten oben. Tag, wie geht's euch, Leute, von heute? Also. So, in der letzten Folge hatten wir die ganzen Führer der verschiedenen Fraktionen hier in Guild Wars zu einem Treffen im Hain bei den Silvari zusammengetrommelt, um die Gefahr zu besprechen, die von Mordremoth ausgeht. Und da wurde der Hain angegriffen, ne? Von einem von diesen Minions von Mordremoth, von einem von die größeren. Und der blasse Baum wurde schwer verletzt. Also die Mutter von diesen Silvari sozusagen. Und jetzt sind wir hierher geschickt worden, um die Lage in Fort Zalma zu untersuchen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Vergessen. Was habe ich denn vergessen? Der Angriff hat endlich die Anführer überzeugt, dass es ja wichtig ist, wenn die Welt bedroht ist, dass man mal was machen muss. Das stimmt, Aber es ja, muss ja immer richtig. erst was passieren. Haben wir den Brief denn schon vorgelesen? Das weiß ich nicht Dann mehr. lese ich ihn kurz vor. Also wir haben einen Brief Okay. bekommen und Elamakai, weiterer Aufruhr in Fort Zalma. Seid gegrüßt. Ich schicke eine junge Exploratorin namens Campbell, um die seltsamen Aktivitäten bei Fort Zalma zu untersuchen. Ich weiß, dass ihr in der Schlacht gekämpft habt, die so viele Seraphen das Leben gekostet hat. Alle anderen Exploratoren sind mit anderen Missionen beschäftigt oder bereiten die Abreise mit dem Pakt vor. Ich brauche jemanden, der für Campbells Sicherheit sorgen kann und dem ich vertraue. Würdet ihr nach Fort Zalma zurückkehren und sie dort treffen? Ich danke euch für die Mühen, die ihr meinetwegen auf euch nehmt Elam Makai. Und das ist hier, das, ja, ist der tragische Tod passiert von der Schwester von Marjorie. Die Belinda ist das gewesen. Genau, und dann gehen wir mal rein. Geister von Fort Salma. Geister. Oha, gefallene Seraphen. Hey, sind irgendwie wieder am Leben jetzt oder was? Was ist denn hier los? So, und die denken jetzt, wir sind kommen vom Mord drin, weil die das so drinne hatten bei ihrem Tod und greifen jetzt alles an, weil sie denken, das ist von Mord drin, oder was? Mord um Sag auf. mal. Was macht ihr denn? Bleibt mir vom Leib! Na, okay. Die greifen anscheinend diese Exploratorin an. Wo ist sie denn am auf, an, an der anderen, auf der anderen Seite? Nichts kann mich retten. Durchgefroren Ich bis glaube, auf das die bringt nichts, Knochen. denen das zu sagen. Die halt so der letzte Gedanke vom Toten, der ist wahrscheinlich eingefressen und da kann man, glaube ich, sehen, was man will. Ist eingebrannt. Auch wird der Belinda. Hahn, ey. Hier ist Belinda. Ja? Angie, was geschieht denn da? Belinda, ich bin hier. Ah, Alles lol. gut. Ist ja alles gut. Ihr seid klug, Margie. Ihr habt mein Schwert dabei. Ich passe darauf auf. Versprochen. Wenn das Dunkel euch überwältigt, zerfetzt sich eure Feinde, ehe sie euch etwas tun. Bis zum Tage eures Todes bin ich bei euch. Meine Liebe zu euch ist ewig. Zeigt mir das Schwert. Oha. Das ist doch eine Falle. Sie guckt. Gib mir Süßes. Ach ja, da war ja was. Oh. Geht es euch gut, Belinda? Sie, ihr Geist.
Sie hat sich mit dem Schwert verbunden. Alles in Ordnung? Ist doch cool. Glaube ja. Wir sind für euch da. Sagt, was ihr braucht. Sie dachte, ich sei ein Mordrem. Sie wollte mich töten. Tja. Hallo, lassen wir dich einfach da liegen, oder was? Du musst lesen. Ich? Achso. Als Belinda starb, wurde meine Welt dunkel. Und nun weiß ich nicht mehr, was ich fühlen soll. Belinda hat ihre Seele mit dem Schwert verschmolzen. Doch, verschmolzen, ja. Wie das? Warum? Ich weiß es nicht. Ich muss Nachforschungen anstellen. Vielleicht ist es eine besondere Klinge. Ich kann es einfach nicht glauben, dass sie das getan hat. Alles wird gut. Nehmt euch ein wenig Zeit für euch selbst. Ruht euch etwas aus. Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Cass und ich machen Fortschritte in der Abtei. Wir haben ein weiteres Treffen mit Magistra McKay arrangiert. Es zu verlegen wäre ein Fehler. Wir müssen uns gegen Mordrimmer wappnen. Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Wenn ihr sicher seid, so geht zurück. So geht zurück. Ich muss mich beim Pakt melden. Eine große, ruhige, alte Bibliothek ist genau die Art von Umgebung, die ich jetzt brauche. Es wird meine Gedanken ablenken. Wir müssen Mordrimmer erledigen, meine Freundin. Oder Freunde. Mein Freund. Ja, bei mir steht Freundin, ne, weil ich halt weiblich bin. Ja, das musst du antizipieren, dass du für mich vorliest. So, weißt du? Das Nein. werden wir. Ich verspreche es. Ich sah mich in den Ruinen um, als mich die Geister gefallener Seraphen überfielen. Ohne eure Hilfe wäre ich jetzt tot. Danke, ihr habt mir mal zu labern hier im Hintergrund. Ich bin unterwegs zur Silberwüste, zu Forschungsarbeiten für Magistra Makai. Sucht mich auf, falls ihr mal dort seid. Okay. Ich hätte auf euch warten sollen. Diese Geister hätten mich beinahe erwischt. Warum haben sie mich für einen Mordrim gehalten? Ich vermute, aufgrund ihres Traumas. Sie starben so plötzlich, sie waren verwirrt. Ja, schon. Ja, naja. Arme Dinge. Nun ja, ich stehe in eurer Schuld. Nach dem hier mache ich mich in die Silberwüste auf, um weitere Forschungen anzustellen. Solltet ihr in die Gegend kommen, könnt ihr ja nach mir suchen. Ich spendiere euch auch eine gute Mahlzeit. Das werde ich mir merken. Einen neuen Brief bekommen. Und Treherne. Eure Anwesenheit wird gewünscht. An Kommandeur Lucifer oder Kommandeurin Zoe Wolf. Wir planen unseren Angriff auf Mordremov im Lager der Standhaftigkeit, unserem neuen Aufmarschgebiet in der Silberwüste. Es ist nun an der Zeit, dass wir alle zu unserem Wort stehen und ich würde euch bitten, uns bei unseren Vorbereitungen zu helfen. Ich habe eine spezielle Mission für euch, wenn ihr interessiert seid. Die Seraphen von Kryta haben Vandale? Eine neue Route zu unserem Aufmarschgebiet gesichert. Indizien deuten darauf hin, dass die Banditen diesen Ort übereilt verlassen haben. Die dort postierten Wachen wissen womöglich mehr. Bitte seid in dieser Gegend wachsam. Durch die erhöhten Mordrim-Aktivitäten ist es besonders gefährlich. Treherne. Machen wir, Alter. Durch die Brisbane-Wildnis. Dann gehen wir auch da mal hin. Hallo. Reiß so, erstmal zum Vandalenclaim. Jetzt aber raus hier. Die Mückenstiche machen mich fertig. So, wo müssen wir jetzt hin? Zum Fort Vandale. Zum Vandalenclaim. Ist echt so im Deutschen? Vandalenclaim? What the fuck? Keine Ahnung. Scheint so. So hier unten. Moin! Seraphenspeer. Schon da? Ich bin noch im Lade. Jetzt bin ich da. Wer denn da? Dunkelritter Carriada? Carriada Dunkelritter? Der wird erstmal weggemacht. Okay, dann machen wir weg. Wo ist er? Es gibt einen Erfolg.
Nee. Easy peasy. Hä? Hey. Jetzt ist das Zeichen hier weg. Gefährliche Zeiten. Also bei mir ist das noch da. Seraphenspeer? Ja, okay, dann mach du. Also ich muss mit ihm sprechen hier. Ja, sprech mal. Kannst du das lesen? Nee, ne? Nee, nicht mehr. Passt auf, wo ihr hintretet, sonst geratet ihr schnell in einen Schlamassel. Achso, ja, okay, doch, das hätte ich nochmal lesen können. Also das ist nicht, das ist derselbe Text. Ich weiß nicht, ob ich euch nach diesem furchtbaren Kalauer noch ernst nehmen kann, hä? Ich bin mit Leib und Seele Soldat. Was ist denn ein Kalauer? Kalauer, sowas wie ein Gag oder ein Kalauer. Das habe ich nicht so gemeint. Streich oder so. Das habe ich nicht so gemeint. Lass mich doch. Also. Das habe ich nicht so gemeint, ehrlich, im Ernst. Ihr solltet wirklich aufpassen. Irgendetwas hier hat die Triade dazu veranlasst, Fort Vendale zu verlassen. Vielleicht war das gut für uns, aber vielleicht ist das, was sie vertrieben hat, auch weitaus schlimmer. Was denkt ihr? Das Fort wurde so schnell evakuiert, dass die Triade kaum Zeit hatte, ihre Aufzeichnungen mitzunehmen. Überall waren Ranken verteilt. Es sah fast so aus wie das, was in Fort Seymour und Concordia passiert ist. Ihr denkt also, dass Mordremoff dieses Fort angegriffen hat oder noch angreifen wird? Vielleicht hat er das, aber woran auch immer er interessiert war, es ist jetzt verschwunden, wie dem auch sei. Tut jeden Schritt mit Bedacht. Seraphen sind unterwegs, um das Fort zu sichern. Alles klar! Jawohl! Ja, wir brauchen hier nichts. Wir brauchen ja nirgendwo hintreten, weil wir fliegen nämlich aber drüber. Ganz genau. Rein in die Silberwüste. Oha. Ohan. Es müsste, glaube ich, ein Video kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weiß nicht, auf jeden Fall lädt das Ewigkeiten und es kommt kein Video. Vielleicht, weil wir schon hier waren. Achso, stimmt. Nee, waren wir nicht. Wir sind dankbar für die Doch. Ich hab die Party hier schon komplettiert. So, du, ja. Achso, ich war ja auch schon hier, weil ich ja schon einmal in Heart of Thorns reingeguckt habe mit ihr. Wer nicht weiß, wie er sich am besten nützlich macht, Schade. Offiziere unserer drei Orden weisen euch gern eine Aufgabe zu. Ich wünsche euch allen viel Glück und möge Tyria siegen. Klar. So. Nee. So. Jetzt kommt das Video, weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nö. Nö? Okay, schade. Sprecht mit Marshall Trevor. Findet eine Stelle zum Auslegen dieser Karten und holt mir ein paar Kohlestäbchen zum Markieren. Sofort, Marshall. Hat jemand von Kommandeur Frostschlund gehört? Sie ist spät dran. Sie kümmert sich um ein Problem auf ihrem Schiff, Marshall. Die Maschinen benötigen Wartung. Sagt ihr, das soll jemand anderes tun? Ich brauche sie hier. Sofort. Okay, das war aber nicht das Video, das ich meinte. Egal. Die da. Knallhart, sag ich. Ja, wir sind jetzt berühmt hier. Ist mir eine Ehre, Kommandeur. Ja, Ehre. Ehre, wem Ehre gebührt. Marschall, ich habe Neuigkeiten. Wie geht es voran? Der Nordwesten ist überrannt von Mordrem und Würgeranken. Die Truppen brauchen Verstärkung. Kommandeur Quentin soll sein Schiff bereit machen. Jawohl. Geht jetzt. Der Kommandeur und ich müssen reden. Jawohl, Marschall. Alles raus. Los. Marsch, marsch. Aus? Wir sind doch draußen. Während Sie gehen, will ich euch berichten, was sich seit dem Gipfeltreffen zugetragen hat. Ich habe euren Rat beherzigt. Die Flotte trifft nach und nach ein und wir bereiten uns zum Angriff auf Mordremos vor. Alle Städte haben uns Soldaten geschickt und wir haben erste Vorstöße in die Umgebung unternommen. Ich habe eure Freunde von der Klinge des Schicksals kontaktiert und sie machen alle mit. Bis auf Ridlock Brimstone. Ihn ist im Boden. Nicht erreicht, keiner der anderen wusste, wohin ihn das Portal geführt hat. Vor dem eigentlichen Angriff sammeln wir so viele Informationen über den Feind, wie wir können. Jemand mit euren Fähigkeiten hat uns dringend gefehlt. Schön, dass ihr da seid. Ja. Liebst du ihn? Danke, dass ihr so unverzüglich gekommen seid. Ich dachte, ihr werdet nach der Zusammenkunft möglicherweise noch mit diplomatischen Belangen beschäftigt.
diesem Moment steht der Pakt weit oben auf der Liste meiner Prioritäten. Gut so, dieser Sammelpunkt ist unsere Ausgangsbasis für einen frühen Angriff auf Mordremov. Oh, der Drache zu stark wird? Genau. Wir versuchen so schnell wie möglich unsere Stellung zu befestigen. Wir glauben, dass sich Mordremov im Westen befindet, vielleicht aber auch südlich. Sein Dschungel scheint sich nach Osten auszubreiten. Ihr habt eine Mission für mich? Ich habe eine Mission. Ein Einsatztrupp ist verschwunden. Verschwunden? Wir waren auf einer Erkundungsmission und hätten letzte Nacht zurückkehren sollen, aber das sind sie nicht. Es sind zwei Leute mit ihnen unterwegs, die nicht dem Pakt angehören. Und wer sind sie? Unsere Freundin Cave und ein Diplomat, der von der britannischen Regierung entsandt wurde, um die Lage in Augenschein zu nehmen. Sein Name ist Kanach. Ah, alles klar. Beide sind durchaus fähige Leute, aber vermutlich in der Unterzahl. Kanach, Wir müssen nach ihnen suchen und herausfinden, ob sie Verstärkung brauchen. Werdet ihr bereit, diese Mission anzuführen? Ich breche auf, sobald ich bereit bin. Also jetzt. Yeah! Yeah, meldet euch bei Braham. Hallo Braham. Was geht ab? Der Lustige. Hey, ich habe gesehen, wie ihr euch mit Traherne getroffen habt. Was wollte er? Müsst ihr etwas für den Pakt erledigen? Marshal Traherne hat mich um meine Hilfe bei der Suche nach einem verschollenen Trupp gebeten. Ihr seid genau richtig dafür. Ihr habt bereits viel Erfahrung mit dem Mordrum gesammelt. Leitet ihr den Einsatz oder so? Sieht ganz so aus. Man hat mir einen Einsatztrupp unterstellt. Ich würde euch anbieten, mitzukommen, aber ich muss auf Timey aufpassen. Sie sucht nach dem Pakttechniker, damit er Schraddels Rüstung härtet. Ich werde niemals vergessen, wie nah sie dem Tod beim Angriff der Inquestur gekommen ist. Ich auch nicht. Wir sind gerade zur rechten Zeit aufgekreuzt. Sie war so verängstigt. Ich behalte den Winzling im Auge. Ihr kommt klar, oder? Natürlich. Ich werde nicht alleine sein. Sieht nach Timey. Wartet, ich habe noch mehr Fragen. Ich muss wissen, hat Erin für Scarlet gearbeitet? Meines Wissens nicht, mein Fräulein, obwohl es möglich wäre. Ich bin nie einem seiner Freunde begegnet. Und was macht ihr hier draußen? Wir suchten einen sicheren Landeplatz. Wartet, ihr könnt nicht einfach gehen, nachdem ihr das gesagt habt. Warum sollte er euch angreifen? Ihr habt ihm doch nie etwas getan, oder? Natürlich nicht. Wir nahmen ihn bei uns auf, aber er wurde gewalttätig. Zunächst wurde er nur vorübergehend verwirrt und aggressiv. Wir hatten beschlossen, ihn einzusperren als... Und wo ist der Meister des Friedens jetzt? Wir müssen ihn finden. Hallo! Hallo! Hä? Nein, wartet! Warum sollte er allein losziehen? Wir glauben, er sucht immer noch nach einem Ort, wo wir alle sicher sind. Wir haben ihn gerettet. Wir folgten Erin durch die Ödnis und fanden ihn, ehe er euren Meister töten konnte. Ihr war das also. Wir fanden Erins Leichnam und dachten, der Meister habe ihn getötet. Nein, das waren der Boss und ich. Und die anderen auch. Wir lockten ihn in die Spornschlucht und kämpften dort mit ihm. Wir sind euch zutiefst dankbar, kleines Fräulein. Euch allen. Aber jetzt müssen wir wirklich gehen. Das war der Lautlose ganz laut. Der Armleuchter war das. Diese entzückende junge Dame hier hat mir gesagt, dass ihr das Leben unseres Meisters des Friedens gerettet habt. Anscheinend habt ihr eine Begabung dafür, über die Aspekte zu gebieten. Aspekte. Erin war außer Kontrolle. Er musste gestoppt werden. Ich bin Zoe Wolf. Wie sah der Meister des Friedens aus, als ihr ihn zuletzt getroffen habt? War er verletzt? Nein, er sah zäh aus. Er ist fest entschlossen und natürlich der Beste von uns. Wenn es irgendjemand von uns schaffen kann, da draußen zu überleben, dann ist es er. Oder dann ist er es. Nichtsdestotrotz riskiert ihr euer eigenes Leben, um zu ihm aufzuschließen? Wir befürchten, dass der Tag kommen wird, an dem er unsere Hilfe braucht. Dann wollen wir für ihn da sein. Ach so. Was ist mit anderen Leuten, allen, die was wurden? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Obere interessiert nicht, was mit aussehen wurde. Okay. Aber es war jetzt das Obere, ich weiß es nicht. Du hast dich vorgelesen.
Ich hatte es im Kopf gelesen, das ist das Problem, da habe ich gedacht, ich hätte es schon gelesen. Ihr seht so ernst aus. Soja sieht manchmal ein ähnliches Gesicht, immer wenn ihre Experimente besonders gefährlich sind. Was wollt ihr machen? Ich werde versuchen, Kaith und Karnak zu finden. Braham wird euch nach Hause bringen. Sie finden? Ihr wollt damit sagen, dass ihr raus in die Ödnis geht? Braham sollte euch begleiten. Was ist, wenn euch etwas passiert? Ich treffe mich mit einem Einsatztrupp des Pakts, den ich anführen werde. Ich werde nicht allein sein. Ich kann meinen Techniker schon allein finden und wieder nach Hause zurückkehren. Ihr müsst nicht jede Sekunde über mich wachen. Ernsthaft, ich bin kein Kleinkind. Ihr zwei werdet zusammen sicherer. Macht euch um mich keine Sorgen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Und wir sehen uns auch später. Nämlich übermorgen. Wenn die nächste Folge kommt. Ah, ihr habt einen Techniker gefunden. Irgendwo. Irgendwie man weiß es nicht wo. Okay. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Müssen aber sie dann noch. Ich habe vor, so viel wie möglich von euch zu lernen. Ich laus die Birr. Euer Umgang mit metallmagischer Integration ist beeindruckend. Wir haben eure progressive Schichttechnik im Kolleg studiert. Ach ja? Nun, wie kommt ihr darauf, dass ich euch etwas lehre? Weil ich die klügste, ernsthafteste Schülerin bin, die ihr je haben werdet? Das bleibt abzuwarten. Aber wir können reden. Ein wenig. Okay. Ja. So, jetzt aber. Dann reden wir. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.